So, Freunde, willkommen bei D&J Automobile mal wieder. Und heute haben wir was Spezielles, nämlich ein 2023er X7. Hier einmal den Schlüssel für dich. Freunde, das ist der Schlüssel. Ziemlich edel gemacht und das ist sogar mit Touch. Muss nicht mal richtig drauf drücken, dann geht das schon zu. Ja. Und auch wenn du weggehst und so, geht auch auf und zu. Ne? Markant, was Neues auf jeden Fall, also was direkt ins Auge sticht. Deswegen, Leute fuhren hier vorbei und meinen, Alter, Dario jetzt, was hat der am Schaufenster? Das ist Bentley oder so? Diese geteilte Front von den neuen Lichtern sieht man so gar nicht, kennt man vom BMW auch gar nicht. Die wollen halt jetzt, sage ich mal, das Luxus-Segment nochmal richtig abgreifen, weil das ist keine Konkurrenz mehr eigentlich für Mercedes und sowas. Das ist eher schon... So unserer Meinung nach, ne? Ja, ja. Nein, das ist schon eher so in Richtung... Okay, Mercedes hat auch den GLS, der ist auch sehr luxuriös, aber schon eher in Richtung Bentley und sowas, ne? Ja. Sag ich mal, Luxusklasse. So, wir können mal an die Seite gehen. Der BMW ist ja auch sehr eng mit hier Rolls-Royce, ne? Ja, da hat man auf jeden Fall schon mal... So gewisse Verbindungen, ja. Auch was Fahrwerk angeht, ne? Dario, das sind die... Wie viel Zoll sind das hier drauf? Hier hast du 21 Zoll Felgen, ne? Also, WM-Felgen, genau. Ja. Jetzt, Leute, nur mal zum... Leute, check nicht, das ist ein 7er, ne? Geh mal nur ein bisschen zurück, Dario, oder ja. Das ist ein 7er. Guck mal, wie viel größer ein X7 nochmal ist als ein 7er BMW. Der 7er sieht aus wie ein Baby gegen den. Ne? Ja. Wir können das ja mal gerade machen. Guck mal, ich probiere, ich kann das ziehen. Na gut, hier hast du ja auch ein F01, ne? Ja. Die neuen sind nochmal ein bisschen ich anders. Das ist ziemlich gute Schrittlänge, so. Wir sind jetzt am Anfang des Autos. 1, 2, 3, 4, 5, nicht ganz 6 Meter, aber... Leute, das ist doch Wahnsinn. Ja, das ist ja so ein 3 Tonnen Flaggschiff, ne? Ja. Gerade dieser Bereich... Das guck mal, wie hoch die Karre ist. Stell dich mal daneben. Ich wollte ja gucken, ob das ein Panoramadach hat. Und ja. Scheinbar dunkel. Ich wollte gucken. Du musst springen. Ne? Du musst springen. Ne? Kommt gar mal, nicht so. Ich ne? bin meine 1,82. Und du kannst also Handwäsche wird hier überhaupt nichts nee. Mehr. Bevor wir aufmachen, gucken wir uns einmal das Heck an. Welchen Motor haben wir hier drin, Dario? Ja, hier ist der 3 Liter 6-Zylinder, ne? Der 40D Diesel. Haben mit wir 320 PS, ne? 352 PS. Ah, okay. Neue Software und sowas. Ja, ne? Genau. Aber das braucht er auch, ne? Ja, klar. Wie, das braucht er auch. Wie, bei welchem Gewicht sind wir hier ungefähr? Ich meine, so bei 3 Tonnen sind wir ungefähr. Ja, ne? Wahnsinn, ne? 7 Sitzer, ne? Ja. Volle Hütte haben wir da drin. Ja. So. Sogar das ist voll geil, musst du gleich sehen, ne? Hinten Sitzheizung. Also, du hast bei den letzten 2 Sitzen im Kofferraum sogar Sitzheizung. Echt? Ja. Komplett irre. Soll ich schon mal rein? Was mir direkt ins Auge fällt, ist, es alles beledert. Von Türen bis hier oben sogar, wo die Sonne drauf scheint. Ne? Dann haben das wir fühlt sich auch richtig gut an. Ja, voll. Hier hast du Kontrast-Stitching, ne? In hellen Nähten. Mhm. Hier hast du Memory-Funktion. Und wie findest du die Knöpfe? Ich glaube, dass das könnte mit Alu beschichtet sein. Ne? Auf jeden Fall. Fällt einem direkt, ja, dass es richtig gut verarbeitet ist. Hier knarzt gar nichts. Ja. Hier ist immer alles Bluff, ey. Ja, das ist immer, die haten einfach nur und ich drück richtig doll. Hier, man sieht sogar, dass das Leder. Ja. Leder Merino und die Sitzbelüftung. Fußmatten aus Velour. Mhm. Und Belüftung und alles, ne? Ja, genau. Guck mal, allein, dass du hier, das ist jetzt ein bisschen dreckig, man müsste ihn einmal richtig sauber machen, aber allein, dass du hier so eine Kristall-Klarlack-Optik hast, ne? Dario, was ist das denn hier? Dieser Knopf. Da kannst du hier die... Ah, die Sitzwand, die ne? Einstellen, ja, ja. So, hinten auch hier mit Sitzverstellung und alles. Kannst du den Sitz hier verschieben. Ja. Sitzkissen, kann ich mal hier das machen? Oh, guck mal, warte, könnt ihr das mal sehen?
drückst du die Taste. Bitte die Damen, steigt ein. Dann geht das nach oben. Boah, auch diesen. Ey. Mega, ne? Und die Sitzheizung hast du hier oben. Und da, das glaube ich nicht. Sogar da, Schiebedach. Schiebedach, ne? Wie das aussieht, ey. Bis das mein Wegkind. Warte. Jetzt mal rein hier. Mal machen. Und 4 Zonen, Klimaautomatik und alles, ey. Das ist schon echt geil. Vor allem, wenn man hier hinten sitzt. Dieser Sky Launch, da sieht man hier diese Partikel. Die leuchten alle im Dunkeln. So ein bisschen wie so ein Sternhimmel, kann man sagen. Ne? Und dann leuchtet das hier auch so raus. Also ich finde das schon echt ein mega Feature, was sie da gemacht haben. Vor allem so im Glas drin, das ist schon heavy, ey. Hier auch alles mit diesem beleuchteten. Schon feine Sache. Was die halt jetzt anders gemacht haben, ist, dass man hier keine Knöpfe mehr hat für die Sitzheizung und alles. Das macht man jetzt über den Display. Klickt man da drauf, hat man hier das Klimamenü. Das sieht ja voll staubig aus im Licht. Hier klickt man da drauf und dann kann man hier das alles einstellen. Das ist Lenkradheizung, Sitzheizung, belüftete Sitze. Ein bisschen ungewohnt, aber ich finde es gar nicht so schlecht. Und hier halt hat sich das auch geändert mit diesem Schaltknauf. Der ist jetzt so klein und nicht mehr so groß wie zum Beispiel da bei Philipp seinem Wagen. Mhm. Ja, hier der Schaltknauf und alles hat sich geändert. Hab ich hier gerade gezeigt. Ja, stimmt, ja. Hast du schon gezeigt, du hast hier das Luftfahrwerk, das in 1, 2, 3, 4, 5 Stufen verstellbar ist, ne? Ja. Hast du auch hinten beim Kofferraum, wenn du einladen und ausladen willst, dann kannst du das direkt hinten am Kofferraum kannst du das hören. Ja, krass. Das ist nice. Ja, sieht ein bisschen unscharf aus, ne? So eingestaubt, aber wegen dieser Sonne auch, ne? Ja, zieh mal Jacke aus, ne? Dein Vater guckt jetzt auf Überwachungskamera. So, Softclose arbeitet richtig gut. Ja, so, was sich halt auch bei den Autos geändert hat, ist halt, dass die jetzt hier keine Knöpfe mehr haben, sondern das machst du alles über das Display, indem du auf das. Dann hast du da Lenkradheizung, Sitzheizung, belüftete Sitze und alles. Das kann, da muss man sich halt. Ist halt Gewöhnungssache. Ne? Ja. Das ist jetzt ohne Knöpfe, ein bisschen wie beim Tesla und alles. Mhm. Aber mir ist aufgefallen, wenn du das Navi dir anguckst, dieses neue Curve-Display. Ja. Guck mal, wenn gleich die Sachen weggehen, ne? Mhm. Guck mal, was du für eine Bedienungsfläche hast, ne? Wahnsinn. Ja, jetzt hier ja auch, ist ja dieser Schaltknopf hat sich auch geändert, ne? Der ist jetzt nicht mehr so dick. Genau. Wie beim Porsche ist es jetzt, ne? Porsche hat auch so einen kleinen Wahlhebel. Ja, jetzt ist auch so ein kleiner. Ja. Machen wir jetzt bei den Gestensteuerung haben wir auch an Bord, ne? Ich würde einmal kurz starten, dass wir uns nur dieses Display angucken, ne? Ja, start mal. So, Fuß auf die Bremse, Startknopf. Und sie sagt, ich hänge mit Gangster. Und schon wieder bin ich angeklagt. Richtig edel, du hast hier verschiedene Funktionen. Content, du kannst dir den, ne, was du dir anzeigen möchtest, kannst du dir in der Mitte auswählen. Du kannst dir quasi. Du kannst ja alles mit ändern, ne? Individualisieren, so wie du es haben möchtest. Wahnsinn. Head-Up-Anzeige. Ah, oben ist das. Ändern. Wow. Ja, genau, ja, sieht man. Du kannst hier. Das flackert leider immer durch die neue LED-Technik, also nur auf Kameras, fürs Auge natürlich nicht. Du kannst dir halt natürlich hier. Sportliche Standardansicht, du kannst alles auswählen. Dabei ändert sich auch die Ambientebeleuchtung. Ne? Mhm. Richtig schön, das ist jetzt natürlich zu hell dafür. Ja. Sport Plus hat er auch. Wahnsinn. Jetzt siehst du hier, er sieht schon richtig sportlich aus. Ne? Ja. Ist schon Wahnsinn. Traumgefühl ist auch. Na, das ist halt heftig. Ne? Guck mal, du bist wirklich nicht der Kleinste. Guck mal, wie viel Platz du hast. Und du sitzt wie ein Prolet. Na, das ist schon gut. Ja. Vor allem hier mit diesem Kopfkissen da. Ne? Das ist schon geil. Das ist schon. Was ja, das habe ich erklärt hier, ne? Ja, Wahnsinn.
Wir machen auf jeden Fall, Freunde, eine Nachtfahrt, eine Abendfahrt, und das wird richtig gut. Für das Video müsst ihr auch gespannt sein. Der Wagen ist auch schon eingefahren, der hat jetzt wie viele Kilometer, Dario? Etwas über 4000 Kilometer. Ja, genau. Das heißt, wir können auch mal einmal kurz auf die Autobahn, wir wollen natürlich nicht zu viele Kilometer abspulen, auch wegen dem Fahrzeugwert. Wir können natürlich einmal auch Gas geben, und aber auch natürlich die ganze Lichttechnik, auch diese LED-Matrixlicht da vorne, dass ihr das einmal seht, weil das ist wirklich Wahnsinn. Also ja, machen wir so einen Night Drive, ne? Night Drive, genau. Das ist ganz cool. Ja. Und das ohne Ende Platz, ne? Das ist schon mega. Aber ich weiß nicht so, ob das für so Europa ein bisschen zu viel ist. Das ist schon, ne, zu viel, weil wenn du überlegst, die meisten Parkhäuser, du kommst damit nicht rein. Ja. Ne? Ich meine, als ich in Paris war, ne, die Parkhäuser, die sind schon echt richtig klein. Ne? Das ist eher, für welche Länder, meinst du, wurde der gebaut? Amerika? Ja, so Amerika, China, Russland. China, Russland, China. Ja. Obwohl ja China eigentlich auch sehr eng gebaut ist alles. Ne? Ja, aber die richtig Geld haben, stehen auf Luxus-Flaggschiffe. Ja. Ne? Ja. Da gehen ja auch die meisten S-Klassen und 7er BMWs auch hin, und das sind auch große Autos. Ja, ne? Ich war ja auch bei dieser Vorstellung von dem neuen 7er, also dem i7 in Düsseldorf. Und da hat mir der Berater, der Produktexperte, ja, heißen die ja jetzt, gesagt, dass das durchschnittliche Alter der 7er Käufer in China zwischen 25 und 45 ist. Und hier in Deutschland eher so ab 40 aufwärts. Ja, klar. Ja, und deswegen haben die auch die ganzen Autos so ein bisschen mit den Scheinwerfern geändert, das ist alles ein bisschen futuristischer und sowas, ne? Gerade wo du das erzählst, wir haben hier zweistufige Kühlungssysteme für die Becher. Für Becherhalterung. Ja, du kannst du erhitzen und kühlen, ja. Ne? Wenn du jetzt heißen Kaffee haben willst, dass er warm bleibt, ne? Ich fahre den mal gerade runter, mal gucken, ob wir das merken. Ja, mach mal. So, bodenfrei Tiefenniveau 2 wird eingefahren. So, boah, jetzt guck mal, richtiger Unterschied. Echt? Ja. Ich fahr jetzt einmal nach oben da. Ja, mach mal. Boah, das ist heftiger Unterschied. Echt? Ja, unnormal. Doch. Wirst du auf dem Video sehen? Wirst du auf dem Video sehen, ey. Okay. Kann man nochmal hinten? Ey, von hier aus kann ich einfach auf die Dächer von den 8er BMWs hier gerade links und rechts von hier gucken. Ja, das, abonniert den Kanal, lasst ein Like und Abo da, und im nächsten Video sehen wir uns in diesem Fahrtvideo von diesem schönen X7. Dario sagt tschüss. Jo, haut rein, Leute. Seid bis zum nächsten Mal. Seid auf jeden Fall gespannt, wie dieses Ding abgeht. Schön abonnieren, liken, ne? Kommentieren. Ja. So muss das.